Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim neuen Video von Tibia. Ihr werdet mich heute begleiten bei meinem Weg zu Level 104. Ich töte hier erstmal ein paar Djinns, weil ich meine Task in Killing in the Name of hier ein bisschen weiter voranschreiten möchte, aber da hochzugehen habe ich keine Lust. Das, ja, weiß ich nicht. Müsste ich Utamu Vita zünden und ja, deshalb töte ich hier nur mal kurz die Green Djinns, die hier außen rum sind. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich danach jetzt hingehe. Jetzt gehe ich hier weiter nach. Nee, ich gucke nur hier rum. Ah, genau. Hier gibt's Necromancer und einen Infernalist. Den mache ich jetzt heute nicht. Der ist ungefähr gleichzustellen mit dem Warlock. Aber da war ich ein bisschen unvorbereitet, dass der so stark sein kann. Ja, ich töte hier ein paar Mad Scientists, heißen die, glaube ich. Ein paar Necromancer. Und ja, hier gehe ich jetzt auch nicht rein. Tja, Necromancer. Und ja, da habe ich aber gemerkt, dass unvorbereitet ist es immer blöd, irgendwo anzugehen. Da passiert nicht viel. Hier töte ich jetzt noch ein paar von den Green Djinns, weil die fast alle wieder respawned sind. Aber irgendwie geht hier keiner hin. Das ist wahrscheinlich nicht so spannend. Naja, da habe ich nochmal kurz geguckt, aber nee, nee. Ich gehe jetzt wieder zurück. Und zwar geht es jetzt woanders hin. Ich bin sogar erst noch ein bisschen Mana laden. Aber gleich setze ich mich wieder in Bewegung. Hoffe ich mal. Sonst schneide ich das mal kurz. Ich habe gerade mal kurz geguckt. Schneiden müssen wir das nicht. Ich setze mich nämlich gleich wieder in Bewegung. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ja, gestern waren wir Demon töten, habt ihr ja gesehen, hoffentlich. Sonst guckt euch die Folge nochmal an. Und unser Ziel ist es halt weiterhin immer noch Level zu steigen und unser Vermögen, oh, hui, unser Vermögen ein bisschen aufzuwerten. Ich habe im Moment ungefähr, würde ich schätzen, 200 bis 300k an Geld und aber auch ganz viele Items, die ich noch verkaufen könnte. Ja. Timo ist da nicht so reich, der hat sich gute Ausrüstung gekauft und kann als Knight halt nicht so gut starke Monster hunten, die coole Sachen droppen. Ja. Wo ich jetzt wieder hingehe, werdet ihr vielleicht schon erspäht haben. Und zwar geht es jetzt wieder Richtung Ankramun-Wüste. Weil ich hier wieder zu den Ancient Scarabs gehe, um zu leveln. Euch soll gesagt sein, ich werde jetzt nicht mehr so oft oder, also, ich bin ja schon ein bisschen weiter als die Videos. So oft wird es jetzt nicht mehr Ancient Scarabs geben, das kann ich euch sagen, weil ich jetzt andere Sachen gefunden habe, die ich töten kann oder töten will. Hätte ich auch schon vorher machen können, aber, ja, da war ich noch ein bisschen, weiß ich nicht. Muss ich erst gucken, ob das alles so klappt oder nicht. Nun ja, ihr kennt das Spiel, Ancient Scarabs gleich langweilig. Viel Spaß beim Zuschauen, ich spiele euch Musik ein. Hier seht ihr gerade mein Level Up, Level 104. Ein weiterer Schritt in Richtung
Ja, was ist denn das nächste Level? Nächste Levelziel? 200? Ich glaube, 200 ist das nächste Levelziel. Das wird ein bisschen länger dauern als Level 100, aber ich freue mich schon, wenn ich soweit bin. So, ein relativ kurzer Hand, aber Tagesziel ist erreicht, Level 104. Ich teile jetzt hier noch schnell meinen Loot ein und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Tibia.